Hallo ihr Lieben, heute mal von einer ganz, ganz anderen Position. Und zwar bin ich heute in Maxis Zimmer. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Back to School. Das ist ja auch der Titel zu diesem Video. Wir beschäftigen uns heute nicht nur mit Schulsachen und neuen Rucksäcken. Nein, ich zeige euch heute nämlich meine ganz, ganz persönliche To-Do-Liste, wenn es darum geht, was ich alles in den Ferien erledigen möchte, bevor der stressige Alltag mit der Schule wieder losgeht. Und dafür habe ich mir so eine kleine To-Do-Liste erstellt, die wir heute zusammen abarbeiten. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen. So, die heutige Ausgangslage in Max' Zimmer. Ihr seht schon, so ein bisschen liegt hier was rum. Das Bett werden wir nicht nochmal frisch beziehen, denn morgen werden alle Betten frisch bezogen. Hier räumen wir ein bisschen auf. Max' Schreibtisch und seine ganzen Schulunterlagen. Ich habe hier einige neue Hefte für Max geholt. Ordner, Stifte, so ein bisschen was, was er neu gebraucht hat. Hier sind seine alten Sachen drin. Da muss ich auch noch einen Teil durchgucken. Übrigens kam die Bestellung von Thalia auch schon an. Ich hatte für Max nämlich ein paar Schulhefte besorgt. Hier sind ein paar und so weiter. Mir fehlen allerdings noch zwei Stück, die noch nicht geliefert werden konnten. Und ganz, ganz wichtig, ich stelle euch heute eine Marke vor für einen Rucksack, den ich euch definitiv empfehlen kann. Und bevor ich mich an die Schulsachen gemacht habe, wollte ich Max' Zimmer so ein bisschen in Ordnung bringen. Auch eine Sache, die ich liebend gern mache, bevor die Schule anfängt. Und im Allgemeinen, ich meine, ihr seht ja meine Aufräumvideos, wir räumen die Zimmer schon recht häufig auf. Ich versuche ja gerade momentan auch die Kinder dazu zu bewegen, ihr Zimmer selbstständig aufzuräumen, auch ohne, dass ich sie darauf hinweise. Deswegen habe ich in diesem Zimmer hier heute auch nur das Notwendigste gemacht und nur das Nötigste. Einfach nur, damit Max dann, bevor die Schule tatsächlich bei uns losgeht, was erst in 3 Wochen der Fall sein wird, dass er nochmal selbst alles durchgeht. Seine Regale komplett selbst durchgeht, seine Kleidung müssen wir nochmal durchgehen. Und natürlich wird nicht nur sein Zimmer aufgeräumt, sondern auch Emmas Zimmer, denn auch sie wird ja wieder zurück, zwar nicht in die Schule, aber dafür in die Kita gehen. Und auch da habe ich wieder alles so gern auf den aktuellsten Stand, sprich ich will gucken, ob die Kleidung noch passt, ob sie saisonbedingt noch richtig im Schrank eingeordnet ist. Es ist ja noch immer Sommer zu dem Zeitpunkt, das heißt, falls ich irgendwelche Winterklamotten nochmal zwischendrin drin habe, weil ich diese vielleicht noch nicht gewaschen hatte und so weiter, sortiere ich die da nochmal aus. Falls Sie eine Kleidergröße übersprungen haben, was bei Max der Fall ist, denn Max trägt jetzt immer noch die 128. Man merkt allerdings schon, hier und da wird es langsam zu klein. Das heißt, ich muss zusehen, dass ich eine kleine Liste für mich mache, was er alles in der Größe 134 benötigt, um diese Kleidungsstücke dann nochmal zu kaufen. Wie gesagt, das sind Sachen, die ich dann erst kurz vor der Schule mache. Bis dahin hat das Ganze noch Zeit. Und natürlich räume ich auch noch das Spielzimmer auf. Das sehe ich im selben Zusammenhang wie die Kinderzimmer selbst. Einfach nur für so einen frischen, neuen Start und vor allen Dingen sauberen. So, bevor wir uns jetzt mit dem Ganzen hier beschäftigen, was wirklich viel ist, keine Sorge, ich werde euch das im Schnelldurchlauf zeigen. Ich werde hier und da nur ein paar Tipps und Tricks reinwerfen, denn ich habe ja jetzt schon 2 Jahre Erfahrung. Ist nicht allzu viel, aber ich bin so stolz, dass er schon in der 3. Klasse ist oder in die 3. Klasse kommt. Ihr seht, wir haben hier einiges liegen und das muss verstaut werden. Und dafür zeige ich euch jetzt etwas Neues. Und zwar ist das eine Sache, die nicht für Max ist, die ich euch trotzdem hier mit präsentieren möchte. Denn Max hat ja bereits einen Rucksack und der ist noch ziemlich gut. Und ihr wisst ja, ich bin für Nachhaltigkeit, auch wenn es vielleicht in manchen Bereichen nicht so aussieht. Aber meine Cousine hat ja eine Tochter. Und ihr wisst ja, meine Cousine versorgt uns mit Kleidung. Wir kaufen für Emma ja gar nichts. Und ihre Kleine wird demnächst eingeschult. Und dafür habe ich mir was ausgedacht. Und zwar bekommt die kleine Vicky einen ganz, ganz neuen Rucksack. Und oh mein Gott, ich meine, guckt euch das Motiv an. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, Emma hat schon geheult. Sie hat das gesehen und meinte nur, das ist meiner. Sie liebt Einhörner. Deswegen hatte ich es mir auch ausgesucht, weil ich gedacht habe, da muss Vicky das bestimmt auch mögen. Und es ist wirklich super, super klasse. Bei dem GMT-Bags handelt es sich um ergonomische Rucksäcke, die super, super stylisch sind und trotzdem den Rücken eurer Kinder schonen. Ich werde euch das jetzt nochmal im Detail zeigen. Und zwar sieht der Rucksack einmal so aus. Ihr seht, hier ist eine Seitentasche fürs Trinken. Hier ist ebenfalls eine Seitentasche. Da kann man überlegen, ob man vielleicht einen Regenschirm hineinpackt. Dann haben wir hier vorne eine Tasche, in die was rein kann. Ich persönlich würde immer empfehlen,
Taschentücher hier reinzupacken. Wir hatten bei Max hier vorne auch immer noch Masken, denn die brauchten die ja damals. Packt auch unbedingt Pflaster mit hinein. Ich weiß, die Schulen haben Pflaster, wenn die Kinder was drin haben, was auch schön aussieht. Ob es jetzt nun ein Einhornpflaster ist oder ein Piratenpflaster oder ähnliches. Ich weiß, dass meine Kinder total drauf abfahren. Dann haben wir hier vorne auch noch eine große Tasche. Hier kann ebenfalls noch was rein. Etwas, was ich hier unbedingt reinpacken würde. Und das ist etwas, was auch im Winter wichtig ist. Aber im Sommer würde ich hier entweder eine Ersatzshorts mit einem Ersatz-T-Shirt reinpacken oder vielleicht ein Sweatshirt mit langen Ärmeln. Je nachdem, wie die Wetterlage ist. Ich weiß sehr, sehr häufig im Sommer nicht, wie ich meine Kinder anziehen soll. Ganz ehrlich. Wir fangen an rauszugehen. Es ist super kalt. Ich ziehe ihnen immer ein Sweatshirt drüber oder eine Jogginghose. Plötzlich scheint die Sonne dann um 10 Uhr morgens und es ist so super heiß. Da ist es schön, wenn die Kinder irgendwas an Ersatzkleidung haben. Und ihr müsst diese Tasche ja nicht vollpacken, dass ihr irgendwie eine Jeans reinpackt, eine Jacke oder ähnliches. Eventuell eine ganz, ganz dünne Regenjacke. Die würde hier auch noch Platz finden. Hier kann man wirklich klasse Sachen verstauen. Ich kann euch auch eins garantieren. Wir holen diese Tasche definitiv auch für Emma. Aber noch nicht dieses Jahr, erst nächstes Jahr. Dann lässt sich die Tasche hier an der Seite öffnen. Und sie hat zwei Verschlüsse. Also ihr könnt es dann sozusagen in die Mitte schieben, dass nicht jeder dran kann. Dann haben wir hier vorne einen Stundenplan. Den würde ich auch drinnen lassen. Allein schon für die Kinder, damit sie sehen können, was sie haben. Ich würde hier aber nicht reinschreiben, was sie haben, sondern vielleicht so kleine Symbole ausdrucken. Ein Taschenrechner zum Beispiel für Mathe, ein Ball für Sport, ein Stift für Deutsch oder ein Buch. Versteht ihr, was ich meine? Das Prinzip ist, denke ich, klar. Hier vorne haben wir, wie bei vielen anderen Rucksäcken, auch riesengroßen Stauraum. Aber, und das ist das, was ich hier so klasse finde, ihr habt hier nochmal so ein kleines, separates Fach. Und zwar könnt ihr hier solche Hefte reinpacken. Ihr könnt sie entweder so reinlegen oder auch einmal quer, dann sind sie komplett drin verschwunden. Max hat in seinem jetzigen Rucksack leider nicht diese Tasche und ich habe das Problem, dass alles kreuz und quer rumliegt. Deswegen ist das hier wirklich optimal und ihr solltet diese kleine Tasche hier vorne definitiv ebenfalls nutzen. Und auch hier vorne ist nochmal so eine kleine Tasche, die hier so einen Gummizug hat. Hier würde ich, ihr seht es ja schon, Mappen reinlegen. Denn die Mappen sind sehr, sehr dünn. Und wenn ihr für diese hier keine extra Umschläge habt oder keine extra dicken Mappen, was ich nie empfehlen würde, denn je mehr Mappen ihr drin habt, desto chaotischer wird es hier drin aussehen. Vor allen Dingen in der Anfangszeit. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft wir Max Rucksack ausräumen müssen. Die etwas größeren Hefte in die Mitte. Das hier ist definitiv sehr, sehr schlau gemacht. Bevor ihr diesen Rucksack hier sozusagen öffnen könnt, habt ihr hier ebenfalls noch eine Schnalle. Die könnt ihr aufmachen. Und ihr habt hier nochmal so ein kleines Fach. Und das, was ich liebe, ist, guckt euch das mal an, hier könnt ihr was dran schnallen. Und zwar haben wir hier einmal, das könnt ihr übrigens auch dran schnallen, hier ist so eine Befestigung. Hier haben wir einmal eine kleine Geldbörse von GMT Bags. Und hier drinne sind auch diese kleinen Klettverschlüsse, die ihr mit an den Rucksack packen könnt. Und zwar hat dieser Rucksack hier oben so einen Klettverschluss. Und dort könnt ihr dann die einzelnen Klettbildchen drauf machen. Dann haben wir noch etwas hier drinne. Und zwar könnt ihr das hier aufmachen. Und das hier kommt mit im Set. Leute, wir hatten das auf unserem Rucksack nicht. Wenn es bei uns regnet, ich muss Max immer mit dem Auto abholen. Wirklich immer. Ich habe nämlich so eine Angst, dass das alles nass wird. Und GMT Bags liefert das hier schon mit. Wenn es nämlich regnet, dann zieht man das Ganze hier so drüber. Und ihr seht, der ganze Rucksack ist da drunter verschwunden. Genial. Und ist der Regen vorbei, zieht man das einfach ab und stopft das Ganze in diese kleine Tasche. Und dann ist hier wieder dieser kleine Haken und dann kann man das einfach hier drinnen befestigen. Dann haben wir hier am Rücken wieder diesen ergonomischen Aufbau für den Rücken selbst, für die Stütze. Und der unterscheidet sich nicht von Max Rucksack, außer, und ich wünschte ganz ehrlich, ich könnte jetzt alle Rucksäcke hier so euch in die Hand drücken, denn dieser Rucksack ist total leicht. Dafür, dass er ergonomisch ist, ist er super, super leicht. Und das hier ist wirklich der ausschlaggebende Grund, weshalb ich unbedingt einen Rucksack von GMT Bags holen würde. Max Rucksack ist super schwer. Und ja, er ist ergonomisch. Das war auch der Grund, warum wir ihn geholt haben, als wir damals vor 2, 3 Jahren gesucht haben. Und damals wusste ich noch nicht, dass es diese leichten ergonomischen Rucksäcke gibt. Ich bereue es inzwischen wirklich sehr, sehr stark. Denn so viele Hefte, Stifte, alles Mögliche, was die Kinder mittragen müssen, ist super schwer. Und es erweitert ja nur das Gewicht dieses Rucksacks.
Rucksacks. Das heißt, dieser Rucksack hier wird nicht leichter, er wird immer schwerer. Und deshalb ist es auch so wichtig, einen Rucksack zu holen, der von Anfang an sehr, sehr leicht ist, sodass, wenn ihr ihn bepackt, er nicht so schwer ist wie die anderen Rucksäcke. Und natürlich gibt es nicht nur den Rucksack, sondern es gibt auch so eine Federtasche. Übrigens wieder mit demselben Regenbogen, wie auch schon auf dem Rucksack vorne. Und das hier ist wie jede andere Federtasche. Ihr habt hier vorne Platz, um zum Beispiel eine Schere reinzupacken, Pinsel, seine Marker und auch sein kleines Ding hier für seinen Tuschkasten. Bei Max fehlt der Schwamm. Max verliert alles. Auf jeden Fall würde der hier nämlich reinkommen. Hier passt er nämlich super rein. Zusätzlich dazu gibt es natürlich auch wieder so eine Federmappe. Und ihr seht hier schon, hier sind Stifte mit drin. Ihr habt ein Lineal, ein Radiergummi und ihr habt hier trotzdem immer noch Platz. Und ihr habt hier vorne natürlich auch wieder Platz, entweder den Stundenplan reinzulegen oder vielleicht auch diesen Spieleausweis von der Schule, den es immer gibt. Oder auch einen Bibliotheksausweis, den hat Maxi nämlich auch. Den könnte man dann hier mit reinpacken. Und Leute, etwas, was ich so viel lieber habe als das, was Max bislang hat. Er hat nämlich so einen Turnbeutel. Hier gibt es so eine richtige Tasche für die Sportsachen. Hier kann wieder einiges rein. Ihr seht es ja hier, hier ist wieder diese Lasche. Und hier vorne kann man dann entweder das Essen reinpacken, auch das Trinken eventuell. Die Schwimmsachen für die Kinder. Max kommt ja in die dritte Klasse, das heißt, bei Max würden Schwimmsachen hier reinkommen. Und hier habt ihr nochmal Platz für eine Flasche. Hier übrigens ebenfalls. Falls euch aber so eine Turntasche zum Beispiel nicht zusagt, es gibt auch die ganz normalen Turnbeutel, dann kann man das hier vielleicht als eine Freizeittasche benutzen. Emma zum Beispiel macht ja Ballett. So eine Tasche bietet sich optimal dafür an. Dann könnt ihr hier ihr Trinken rein, hier würden ihre ganzen Ballettsachen reinkommen und hier könnte ich dann ihren Kamm, ihre Haargummis, ihre Haarnadeln und sowas alles reinlegen. Vielleicht sogar auch ihre Ballettschuhe. Und dann hat man einen super, super klasse Rucksack. Falls ihr also noch einen Rucksack braucht oder ihr vielleicht umsteigen wollt auf einen super, super leichten Rucksack, kann ich euch diesen hier von GMT Bags empfehlen. Dieser hier wiegt nur 750 Gramm, also nicht mal ein Kilo. Er ist ergonomisch, das heißt, euer Kind hat einen guten Halt und hat nicht so einen krummen Rücken. Zusätzlich dazu hat er rund um den Rucksack rum überall Reflektoren, sodass euer Kind auch im Dunkeln gesehen wird. Zusätzlich dazu sind die Rucksäcke und alles andere, was ihr hier gerade gesehen habt, aus umweltfreundlichem Material, was doch super klasse ist. Den Link zu den GMT-Rucksäcken habe ich euch in der Infobox verlinkt. Falls ihr also Lust habt auf einen dieser Rucksäcke, kann ich euch das nur empfehlen. Ihr habt übrigens 4 Jahre Garantie. Ich würde also mal vorbeischauen. Übrigens werde ich gleich alle Hefte, alle Stifte, alle Pinsel, alles, was ich so besorgt habe, von Max bekleben. Denn in der Schule muss auf jeden einzelnen Stift, auf jeden einzelnen Pinsel, auf alles, was euer Kind irgendwie mitbekommt, der Name drauf. Und sowohl für Max als auch schon für Emma haben wir solch kleine Sticker hier besorgt. Und zwar stehen hier die Namen drauf. Da, wo mein Finger gerade ist, da ist der Nachname. Und die benutze ich dann wirklich für alles. Ich habe auch auf Max Trinkflasche einen, da ist so ein großer. Ihr habt extra welche für die Schuhe, denn auch die Schuhe müssen beschriftet werden. Ihr habt also große Sticker, ihr habt auch Aufdruckbilder, allerdings nicht ganz so viele. Und ihr kriegt noch einen Stempel mit dem Namen eurer Kinder. Für Kleidung, für Handtücher, was auch immer ihr für die Schule braucht, da ist das mit drin. Ich habe jetzt eins von Stickets. Da holen wir immer unsere her. Es bleibt aber euch überlassen, wo ihr die herholt. Ich habe gesehen, dass momentan super viele im Angebot sind. Viele Unternehmen haben sie gerade momentan. Wie gesagt, ich benutze sie liebend gern und die werden jetzt auf alle Unterlagen von Max geklebt und auch auf alle Stifte. Ich wollte aber noch mal so ein paar Tipps und Tricks mit euch teilen. Und zwar haben wir auf Max Schreibtisch einen Globus stehen. Er hat nochmal so eine Tischunterlage mit der Welt drauf. Er hat auch noch so eine Tischunterlage mit dem 1x1, mit den verschiedenen Formen, mit der Uhrzeit und so weiter. Und auch nochmal dem Alphabet. Und hier ist ebenfalls das kleine 1x1. So ein paar Sachen habe ich übrigens von Action. Und ihr kennt die Preise von Action, die sind nicht allzu hoch. Aber die Kinder lernen mit solchen Sachen spielerisch und zwar total schnell. Max kann euch super viele Länder zeigen. Teilweise kenne ich sie nicht. Also ich habe schon mal was von den Ländern gehört. Ich hätte euch aber nicht direkt zeigen können, wo Namibia liegt. Ich wüsste, dass es irgendwo in Afrika ist, aber wo genau, keine Ahnung. Und Max guckt sich diesen Globus hier wirklich fast jeden Tag an. Und er kennt schon so viele Länder, das ist unglaublich. Emma ist ja um einiges kleiner und die kann euch auch schon einige der Länder sagen. Max versucht ihr das Ganze so ein bisschen beizubringen, weil er halt immer hofft, dass sie auch total schlau in der Schule ist. Und ich finde, mit sowas fördert man das Ganze. Nicht nur mit sowas, sondern auch mit solchen Spielen. Ich habe jetzt 2 super günstige Spiele. Ich glaube, ich habe keine 3 Euro damals dafür bezahlt. Bei Action pro Spiel. Und das sind Spiele, die würde ich einem Kind tatsächlich so zur Einschulung kaufen oder kurz vor der Einschulung. Denn die hier sind nicht allzu teuer, die sind auch nicht allzu schwer und die Kinder lernen wieder mal alles spielerisch. Ich weiß, dass Max damit total Erfolg hatte und es ihm super viel Spaß gemacht hat. Er hat es damals sogar immer mit ins Auto genommen und er hat dann immer gerechnet.
Auch noch etwas, was wichtig ist, ist ein Schreibtisch im Zimmer. Hierbei meine ich nicht unbedingt, dass ein Kind seinen eigenen Schreibtisch haben müsste, aber wenn das Kind von der Schule kommt, wäre es schön, dass ihr dem Kind eine kleine Fläche zur Verfügung stellt. Sei es auch nur am Esszimmertisch oder irgendwie in der Küche an der Insel oder sowas. Dass das Kind einfach immer weiß, hier ist mein Platz, um zu arbeiten. Und Kinder brauchen Struktur. Und es geht am besten mit einem Bereich, bei dem sie wissen, dass es ihr persönlicher Bereich, den sie genau dafür nutzen. So, der Rucksack und die Sporttasche sind jetzt fertig gepackt. Ich habe Max Sachen extra hier reingetan, damit ihr mal gucken könnt, wie viel dort reinpasst. Ich habe hier Max Sportsachen, einmal seine Sportschuhe und einmal die Hausschuhe, die er ja nur einmalig mitnimmt und dann dort lässt. Ihr kriegt das Ganze ganz locker zu und ihr habt noch viel Platz. Das ist echt unglaublich, wie unterschiedlich das ist. Ich hatte gerade seine ganzen Sachen in seinem Rucksack drin. Ich habe jetzt natürlich keine Brotdose für ihn fertig gepackt, kein Trinken und ähnliches. Aber seine ganzen Sachen sind hier drin. Man guckt mal. Und das trägt er ja auch nicht jedes Mal mit nach Hause, sondern er hat meistens 2, 3 Bücher mit und das war's dann. Aber auch seine Federmappe. Und sein Etui. Aber ihr seht, es ist voll und es ist trotzdem bei weitem nicht so schwer wie die anderen Rucksäcke. Wir machen jetzt weiter. Und dann musste unbedingt gesaugt werden. Ich meine, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, ne? Max ist nicht so die sauberste Person. Ich meine, er ist wirklich ein typischer Junge, wie man ihn von früher kennt. Das heißt, wenn ich seinen Rucksack da ausräume, habe ich überall irgendwelche Reste von seinen Bleistiften, irgendwelchen anderen Kram, Papier, flatterte überall rum. Das heutige Saugen in seinem Zimmer hat sich zu 100% bezahlt gemacht. Es kam wirklich einiges weg, was richtig klasse war. Denn man muss ja bedenken, dass das vorher alles in seinem Rucksack war. Dementsprechend ist seiner jetzt Gott sei Dank wieder einigermaßen auf Reihe. So sieht es jetzt bei Max aus. Hier sind übrigens seine Sachen. Die passen ihm jetzt noch nicht. Die müssten wir aber aussortieren, damit ich weiß, welche ihm davon gefallen und welche nicht. Auch der Teil hier wird nochmal aussortiert. Er spielt teilweise hier gar nicht mehr mit. Das Sofa ist für seine Freunde und ihn da. Das Bett haben wir gerade wieder schön gemacht. Seine Regale habe ich hier so ein bisschen versucht zu ordnen und ihr seht, auch hier ist wieder so ein Globus. Hier sind seine Medaillen vom Fußball. Hier sind ein paar seiner Hobbysachen, ein paar Sachen zum Lesen. Und auch wieder Spielsachen. Hier ist es recht durcheinander. Daran arbeite ich. Ich habe euch ja erzählt, Max' Zimmer soll komplett umgestaltet werden. Und deswegen mache ich das hier momentan noch nicht, weil das dann nämlich im nächsten Projekt mit erledigt wird. Hier haben wir direkt einen Mülleimer neben seinem Schreibtisch. Und wie gesagt, das ist ein Schreibtisch von IKEA. Den kann man hoch und runter fahren. Das benutzt Max allerdings nicht. Der ist so auf ihn eingestellt und er braucht halt noch nicht im Stehen zu arbeiten. Und hier ist eine Alex-Schublade. Die ist momentan super chaotisch. Die werden wir definitiv auch nochmal sortieren, bevor er in die Schule kommt. Und vor allen Dingen auch viele, viele Sachen aussortieren. Denn, hier, guckt euch das mal an. Er hat super viel von der Schule mitgebracht, was er definitiv nicht benötigt. Das muss ich aber gemeinsam mit ihm durchgehen, denn ich will nichts wegschmeißen, was er vielleicht noch haben möchte. So, das hier ist die Ausgangssituation. Hier heute oben auf dem Dachboden. Und ich hatte euch ja erzählt, dass ich hier so ein bisschen was machen will. Wir stellen heute ein Sofa hier auf und einen Schreibtisch hier hin. Und dann ist meine Lese- und Schreibecke endlich fertig. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, was hat dieses Zimmer hier oben mit Back to School zu tun? Es ist ganz einfach. Ich bin der Auffassung, dass eine Mama genauso ihren Platz braucht wie die Kinder auch. Das heißt, ich weiß, wenn Max zum Beispiel nach Hause kommt und seine Hausaufgaben machen muss, will ich ebenfalls ein Plätzchen haben, wo ich ganz für mich sein kann. Es ist wichtig, dass wir als Mamas und auch als Papas auch zwischendurch einfach mal abschalten können. Egal, was es jetzt ist. Ob es nun ein kleiner Nachttischschrank ist, den wir vielleicht einräumen, ob es hier oben so eine Lese- und Schreibnische ist, was auch immer es ist. Wichtig ist nur, dass wir uns selbst auch nicht vergessen. Das heißt, wenn wir etwas für die Kinder tun, weil sie vielleicht gerade eingeschult werden, weil sie wieder in die Schule kommen, in den Kindergarten, was auch immer es ist, vergesst euch selbst nicht. Wie gesagt, egal wie klein die Sache ist, es ist wichtig, dass wir auch eine kleine Sache für uns tun. In diesem Fall hier baut Alex gerade meinen Schreibtisch auf. Diesen habe ich gebraucht gekauft und zwar für nur 13 Euro, Leute. 13. Lasst es euch mal auf der Zunge zergehen, okay? Hier merkt ihr meine sparsame Seite. Ich habe wirklich lange überlegt und lange gesucht. Ich wollte dann diesen Schreibtisch, genau diesen, den ihr dort seht, von IKEA haben. Und zwar eigentlich neu. Und dann habe ich gedacht, ich gucke mal bei eBay Kleinanzeigen und habe eine Verkäuferin hier entdeckt, die genau diesen Tisch angeboten hat. Er ist zwar leicht beschädigt gewesen oben, also man sieht so leichte Kratzer,
denn er war natürlich in Gebrauch. Für mich war das hier für oben aber gar nicht tragisch, denn dieser Platz ist ja wirklich eigentlich nur für mich gedacht. Ich bin sicher, die Kinder werden auch ihre Zeit hier oben verbringen, die lieben es ja jetzt schon. Und trotzdem ist es aber so, dass es zumindest an erster Stelle für mich gedacht war. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich musste inzwischen lernen, dass ich einige Dinge auch wirklich für mich haben darf und für mich machen kann und es auch so ein bisschen, ja, fordern kann. Denn mein größtes Problem war schon immer, dass ich gedacht habe, oh, die Kinder brauchen das. Oder das hat Priorität, weil wir das als Familie nutzen und so weiter. Davon bin ich inzwischen weg. Nicht ganz, also ich muss gestehen, ich setze die Kinder natürlich immer noch an erste Stelle und deren Bereiche. Trotzdem vergesse ich mich jetzt inzwischen nicht mehr ganz so stark, wie ich es früher getan hätte. Und deswegen war Alex dann nochmal unterwegs hier bei IKEA. Er hat also nicht nur den Schreibtisch abgeholt, sondern ist anschließend zu IKEA gefahren und hat mir dieses Sofa hier geholt. Das war eines mit der günstigsten. Falls ich mich nicht irre, hat dieses Sofa hier 200 Euro gekostet. Ich habe mir erst ein Sofa ausgesucht für 130 Euro, muss aber gestehen, dass ich fand, dass es sehr ungemütlich aussah. Also es sah so aus, als wäre nichts gepolstert an den Seiten und als wäre da einfach nur der Bezug sozusagen über den Metallrahmen gezogen worden. Und das ist nicht meins. Also ich wollte irgendetwas haben, was einigermaßen kuschelig ist und trotzdem da reinpasst. Ich hatte ja nicht allzu viel Platz, wie ihr sehen könnt. Das heißt, meine Auswahl war sehr, sehr begrenzt. Ich war am Ende trotzdem sehr zufrieden mit dem Resultat. Es lässt sich sehr gut drauf sitzen. Und auch der Aufbau war nicht allzu kompliziert. Ihr seht es ja dort. Es hat einfach nur etwas länger gedauert, diese ganzen Schrauben dort einzudrehen. Das war aber auch somit das Schwierigste. Wobei ich gestehen muss, als Alex das Ganze aufgebaut hat, konnte ich nicht so richtig nachvollziehen, wo was hinkommt. Ich hatte die Bauanleitung ja nicht vor mir liegen wie Alex. Das heißt, er hatte da so eine Vorstellung und ich gar nicht. Ich habe gedacht, er hat von Anfang an das Sofa so hingestellt, wie es sozusagen am Ende stehen soll. Und ich wusste einfach nicht, ja, wie das Ganze zusammenhängt. Ganz ehrlich, es hat mich tierisch verwirrt, bis ich verstanden habe, dass die Teile, die er dort gerade zusammenbaut, also wo er die Füße dran baut, dass das die Seitenteile sind. Ich habe irgendwie gedacht, dass das die Rückenlehne ist. Fragt mich nicht, warum. Naja, egal. Also wie gesagt, dieses Sofa ist wirklich sehr, sehr weich, sehr, sehr bequem. Ich finde es einfach klasse, auch von der Farbe. Wir haben am Anfang überlegt, so ein knallblaues Sofa zu holen, also so in so einem Dunkelblau. Ich bin froh, dass wir es nicht getan haben. Ich finde so einen neutralen Ton besser, denn ich weiß nicht, ob sich mein Geschmack nicht vielleicht ändert. Wir wollten es nämlich dem Teppich sozusagen anpassen, dass dort einfach mehr Farbe drin ist. Denn ich mag es ja sehr farbenfroh. Ich mag es nicht zu steril. Ich mag dieses ganze Beige und Weiß nicht. Für mich persönlich wirkt sowas immer sehr klinisch und sehr rein. Ich weiß auch nicht, wie Eltern ihre Wohnung oder ihr Haus sauber halten können, wenn alles weiß ist. Bei mir wäre das die größte Katastrophe überhaupt. Wir haben jetzt schon so viele dreckige Stellen an den Wänden, an den Möbeln, die weiß sind. Deswegen kann ich das beim besten Willen nicht nachvollziehen. Wobei ich sagen muss, wenn ich auf Instagram oder Pinterest rumscrolle, dann merke ich natürlich auch, wie hübsch das Ganze aussieht. Das will ich nicht beschreiten. Wir sind vielleicht auch einfach nur etwas unordentlich, um so ein Pinterest-Haus zu haben. Bei mir habt ihr überall Farbe, egal wo wir sind. Irgendwo ist ein Klecks an Farbe. Wobei ich mir jetzt inzwischen auch im Nachhinein gewünscht hätte, ich hätte das ganze Haus von Anfang bis Ende zumindest farblich besser durchgeplant. Denn bei mir sieht jedes Zimmer etwas anders aus und ich wünschte, der Stil hätte sich sozusagen von einem Zimmer ins nächste durchgesetzt. Und wäre gleich geblieben und so geht es halt wirklich komplett durcheinander. Es ist aber nicht schlimm. Wir lernen ja, es ist unser erstes Haus. Es war alles sehr, sehr stressig, als wir dieses Haus geholt haben. Als wir angefangen haben zu bauen, war Emma, ich glaube, 4 Monate alt. Und es war schon echt schwer, überhaupt zu wissen, ja, was für ein Haus wir haben wollen und wie das Ganze gemacht werden soll vom Grundriss her. Das habe ich ja alles selbst sozusagen gemacht und entworfen. Und der Architekt hat das Ganze dann umgesetzt, wie es dann sozusagen den Vorschriften entsprechen sollte. Dann haben Alex und ich das Sofa nur noch richtig gedreht, haben uns kurz draufgesetzt, einfach nur um zu gucken, ob es bequem ist. Und ja, es war bequem. Die Seitenteile oder diese Rückenlehne, nicht die Seitenteile, die Rückenlehne, die musste erst noch liegen, denn da waren so Kissen und die mussten wohl 72 Stunden liegen. Das wusste ich von Anfang an nicht, sonst hätte ich die natürlich schon im Vorfeld geöffnet. War aber nicht tragisch. An diesem Tag war es nämlich so verdammt heiß. Und diesen Clip, den ihr hier seht, auf dem Dachboden, den habe ich
dreht, bevor ich runter zu Max bin. Deswegen war ich bei Max schon echt super fertig und total verschwitzt. Wie gesagt, es war heiß und auf dem Dachboden ist es immer noch heißer. Deswegen kann man da oben halt nicht drauf wohnen. Es sei denn natürlich, man hat da oben eine Heizung, was wir nicht haben, oder irgendwie eine Klimaanlage oder ähnliches. Dann könnte man da mit Sicherheit auch das ganze Jahr über wohnen. Hier ist es jetzt sozusagen nur als Notlösung für uns gedacht, damit wir ja so ein paar Hobbys umsetzen können und ein paar Ecken für uns alleine haben. Denn ansonsten haben ja wirklich die Kinder einiges belegt bei uns, was ja auch so gedacht war. Das Fenster habe ich dann anschließend geputzt und lasst mich euch eins sagen, es war schon sehr, sehr dreckig. Ich habe danach so bereut, euch nicht gezeigt zu haben, wie dieses Tuch ausgesehen hat, denn es war komplett voller schwarzer kleiner Pünktchen von den Gewitterfliegen. Ich habe es euch ja erzählt, wir haben so eine Gewitterfliegenplage. Nicht nur wir, es ist generell hier im Umkreis der Fall. Das heißt, alle haben dasselbe Problem. Trotzdem mag ich es absolut nicht. Wirklich, wir können auch nicht lüften, denn sobald die Fenster auf sind, fliegen diese Teile natürlich überall ins Haus. Das heißt, ich habe wirklich so bestimmte Ecken, denn wenn die Luft zirkuliert, dann drängt sie ja einige Staubkörner und einige Gewitterfliegen und so weiter in eine bestimmte Ecke. Und dort sammelt sich dann alles an. Diese Ecken sind mit die schlimmsten. Übrigens wollte ich auf eine Sache auch noch eingehen. Ihr hattet mich gefragt, wo ihr die Fensterputztücher bestellen könnt, weil ja jetzt endlich meine eigenen Fensterputztücher da sind. Und das könnt ihr machen, wenn wir aus dem Urlaub zurück sind. Da werde ich euch dann die Internetseite zur Verfügung stellen. Ich wollte noch so ein kleines Video drehen, wie man diese Tücher benutzen kann oder muss, für welche Bereiche sie geeignet sind und so weiter. Einfach nur als visuelle Gebrauchsanleitung sozusagen. Und ich denke mal, das dauert alles. Ich schätze, in 2-3 Wochen, in einer Woche fliegen wir schon weg. In 2-3 Wochen wird die Internetseite hoffentlich so weit sein, dass ihr die ersten Tücher bestellen könnt. Ich habe auch erstmal nur eine kleine Anzahl bestellt, nur um zu sehen, wie gut sie bei euch ankommen. Und sollte das Interesse dann etwas größer sein, werde ich natürlich etwas nachbestellen. Auch der Preis, der wird angemessen sein. Glaubt mir, ich will damit nicht unbedingt Geld verdienen, sondern mir geht es wirklich darum, dass ihr einen fairen Preis erhaltet für die Tücher selbst. Ja, nachdem ich dann alles nochmal so ein bisschen entstaubt habe von oben, ging es nochmal an die Böden. Ich habe alles gesaugt und bin natürlich auch nochmal unter das Sofa. Zwar habe ich diese Stelle schon im Vorfeld gesaugt, ich wusste aber nicht, ob ich vielleicht eine Stelle nicht vergessen habe. Und außerdem hat Alex da ja nochmal rumgeschraubt. Dementsprechend ist bestimmt irgendwie mal was runtergefallen oder so. Deswegen wollte ich da auch nochmal saugen. Und ich habe sogar nochmal den anderen Sauger, den ich euch schon vor, oh Gott, ich weiß gar nicht wie lange, vor einem Jahr oder so vorgestellt habe. Denn ja, den benutze ich immer noch. Da füllt man nämlich Wasser mit hinzu und man kann den als Staubsauger benutzen und auch als Wischmopp, denn er wischt auch gleichzeitig. Es ist wirklich klasse. Und ich denke, ich werde diesen auch oben lassen, denn oben ist ja eigentlich kaum Teppich, sondern nur dieser kleine Läufer bei mir. Und das ist nicht allzu tragisch, denn den könnte ich auch saugen. Ansonsten würde dieses Sauggerät, glaube ich, oben bleiben. Ich glaube, das macht einfach am meisten Sinn. Ja, übrigens habe ich auch dieses kleine Fenster hier geputzt, denn auch das wird dreckig. Zwar nicht ganz so schlimm, trotzdem sieht man hier und da aber was. So, das Sofa. Ihr könnt schon sehen, die hinteren Teile fehlen, denn diese Kissen hier müssen 72 Stunden lang flach liegen und das können sie jetzt machen. Hier sind die Bezüge dazu. Wir kommen in 72 Stunden wieder. Oh Leute, wäre das nicht schön, wenn man das tatsächlich machen könnte? Mit einem Fingerschnipsen ist man plötzlich 3 oder 4 Tage weiter und kann weiterarbeiten. Das ist natürlich wirklich klasse. Ihr seht übrigens an meinen Klamotten, es wurde wieder etwas kälter. Ich hatte zwischendurch Besuch, meine Cousine war da und wir haben die ganze Zeit sozusagen zusammen verbracht. In der Zeit habe ich nicht gefilmt. Dementsprechend lagen die Kissen da einige Zeit rum und konnten sich sozusagen aufrappeln und ihre Form annehmen, die sie benötigt haben. Und ihr seht es da ja schon, wie das Ganze aussieht. Es ist wirklich super einfach, die da reinzupacken. Und was ich noch besser finde, ich kann diese Kissenbezüge abziehen und waschen. Denn mit meinen Kindern ist das wirklich genial und einfach notwendig. Natürlich bin ich dann nochmal mit einem Swiffertuch über alle Flächen gegangen. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass ich dort wieder einige Gewitterfliegen hatte. Das heißt, diese musste ich erstmal wieder entfernen, damit ich auf der Fensterbank diese hübschen künstlichen Pflanzen hinstellen konnte. Übrigens habe ich diesen Haul hier für euch gefilmt. Ich war an diesem Tag nämlich bei Action, um so ein paar Dekoartikel zu holen. Hier Schreibwaren, Stifte und so weiter.
Das alles zeige ich euch aber in einem separaten Video. Ich denke nicht in einem separaten Haul, denn dafür gab es einfach zu wenig an Einkauf, denn ich habe versucht, nicht ganz so viel Geld an dem Tag auszugeben. Aber ihr werdet das wahrscheinlich in einem Aufräumvideo oder sowas miterhalten. Dann hat Alex dieses Regal hier für mich aufgebaut und eigentlich ist das ein Schrank, der ganz normal steht. Also sprich, er liegt nicht wie in diesem Fall hier horizontal, denn er muss eigentlich senkrecht stehen. Ich wollte ihn horizontal haben, denn das machte für mich natürlich hier in dem Fall am meisten Sinn. Denn wir haben ja Dachschrägen, da kann man nichts hinstellen. Das ist das Problem daran. Und ich fand, das passte einfach perfekt dort rein. Ich erzähle euch dann anschließend nochmal, wofür ich diesen Schrank benutzen werde. Dann habe ich meine Schubladen hier eingeräumt und oh Gott, Leute, lasst mich euch eins sagen. Der Grund, warum ich zu Action bin, waren nämlich diese Teile hier, die ihr hier seht. Das sind jetzt die aus Max' Zimmer, denn Action hatte keine mehr und ich bin wirklich sehr froh darüber. Denn was ich nicht bemerkt habe, ist, es gibt nur ein Fach, wo man Stifte reinpacken kann. Und das ist so ein schmales Fach dort. Ich weiß nicht, ob ihr das seht oder nicht. Das Teil, was ich gerade angefasst habe. Das ist das einzige Teil, wo Stifte rein können. Alles andere ist zu klein, was echt ärgerlich war. Bei diesen ganz kleinen Teilen war mir das schon im Vorfeld bewusst. Da wollte ich dann Anspitzer reinlegen und Radiergummis, Büroklammern und so weiter. Aber ich habe halt super viele Stifte und ihr werdet hier gleich mein Problem erkennen. Hier passen die Stifte super rein. In die großen Fächer, wo ich eigentlich gedacht habe, dass sie reinpassen, passten sie nicht rein. Und es hat mich so geärgert. Ich musste das ständig hin und her überlegen. Ich werde mir definitiv ein anderes System da reinholen. Für den Übergang muss das jetzt hier reichen, denn vor dem Urlaub komme ich nicht nochmal zu IKEA. Und ich bin mir sicher, dass IKEA super Einlagefächer hat für diese Schubladen. Denn die planen natürlich ganz, ganz anders als jetzt ein Action. Denn bei Action waren diese hier nämlich auch nicht für Stifte gedacht, sondern eigentlich für Kosmetika. Deswegen sind sie nicht dafür ausgelegt. Ist nicht allzu schlimm. Diese Teile kommen wieder zu Max, wenn ich dann meine richtigen zu Hause habe. Bis dahin muss das hier jetzt erstmal so reichen. Ihr seht das nicht, aber diese Stifte, die da hinten sind, die liegen nicht wirklich in den Fächern drinne. Das heißt, die sind etwas nach oben gebeugt. Das sieht hier einfach nur besser aus, als es tatsächlich dann im echten Leben sozusagen aussieht. Dann habe ich nur noch mal alles befüllt und ich habe echt einiges an Zeug. Das war mir so gar nicht klar. Ich muss nur zusehen, dass ich das Ganze besser verteile. Und ich denke, wenn ich die richtigen Einlagefächer dort drin habe, dann wird das Ganze auch ordentlicher aussehen. Jetzt sieht es noch für meinen persönlichen Geschmack viel zu durcheinander da drin aus. Aber das wird definitiv auch ausreichen. Dieses Zimmer ist ja wirklich nur als so eine Lese- und Schreibecke für mich gedacht und nicht irgendwie als Instagram-Platz, wo ich euch jedes Mal irgendwie zeige, wie ich mein Vision Board mache oder sonst was. Hier wollte ich mich übrigens an unseren Familienkalender machen und Leute, guckt euch das an. Ich habe diesen Stift einfach nicht abbekommen. Oh Gott, ich habe leicht Panik bekommen, habe das Ganze versucht mit Nagellackentferner zu entfernen, ging auch nicht. Alex hat es dann mit so einem anderen Zeug geschafft, also jetzt ist alles wieder gut. Also ich habe folgendes Problem. Ich wollte das hier gerade abändern und habe festgestellt, ich habe vorher extra nochmal so einen Test gemacht, weil mir dieser Stift nicht bekannt vorkam. Da habe ich das draufgeschmiert, ein bisschen gewartet, abgewischt. Ich glaube, das war sogar vor der Kamera und es gab kein Problem. Jetzt habe ich das Problem, dass ich das nicht abkriege. Das heißt, das hier bleibt jetzt scheinbar drauf. Ich werde jetzt meinen Monatsplan, den ich hier habe, werde ich erstmal, damit ich ihn zumindest nicht vergesse, erstmal werde ich den in meinen Kalender hier eintragen. Hier rein, in der Hoffnung, dass ich die wichtigsten Termine zumindest nicht vergesse. Ich habe versucht, an die wichtigsten Termine zu denken. Wann müssen die Kinder wieder in die Schule? Wann ist Alex erster Arbeitstag? Wann fliegen wir in den Urlaub? Wann kommt mein Vater vorbei, um uns zum Flughafen zu fahren? So eine Geschichten. Und natürlich Arztbesuche, die Termine, die wir zumindest dafür bereits haben. Das war jetzt so das Gröbste, was ich eingetragen habe. Ich habe es nicht im Detail gemacht, wie ich es sonst auf dem Terminkalender gemacht hätte, also auf diesem Familienplaner. Und auch das ist vollkommen in Ordnung. Das Wichtigste ist wirklich erstmal nur, dass wir die gröbsten Sachen nicht vergessen, die wirklich wichtig sind. Sowas wie Arztbesuche. Ich selbst arbeite übrigens immer noch gern mit solchen Büchern hier.
Allerdings ist es einfacher, wenn Alex natürlich auch einen Überblick hat, was gemacht werden muss und wo wir vielleicht keine Termine mehr planen dürfen, weil wir da schon was haben. So, ich habe jetzt erstmal alle Termine eingetragen, die notwendig sind und die wichtig waren. Ich werde zusehen, dass ich diese Scheibe nochmal geputzt bekomme, damit ich zumindest so einen Familienkalender habe, denn der war bislang super, super praktisch. Falls ihr sowas noch nicht habt, ganz ehrlich, man kann das auch selber machen. Mit irgendeiner Korkwand, mit einer Pinnwand, es ist ziemlich egal, man kriegt das selber ganz, ganz schnell hin. Das hier, was ich gerade eingetragen habe, muss ich definitiv dann auf diesen Familienkalender übertragen. Ganz, ganz wichtig. Und der aktuelle Überblick, so sieht es übrigens aus, wenn man hier hochkommt. Das hier ist halt schon fertig, das sieht richtig klasse aus. Hier habe ich übrigens einen Schrank bestellt. Normalerweise steht dieser nicht waagerecht, sondern senkrecht. Ich brauchte aber etwas, was hier reinpasst. Und ihr seht, es hat wirklich perfekt gepasst. Ich habe hier ein Verlängerungskabel hingelegt, da hier nämlich eine Steckdose hinter ist und ich will den Platz nicht verlieren. Ich habe überlegt, dass das hier zu meinem Schrank wird mit den Büchern, die ich noch nicht gelesen habe. Das sind übrigens die neuesten Bücher, die ich bestellt habe. Dementsprechend sind sie noch nicht gelesen. Hier habe ich definitiv noch mehr Bücher, die ich reinlegen kann, die sich momentan auf diese Schränke hier verteilen. Das wollte ich momentan aber nicht machen, weil es halt so schön sauber dort drin aussieht. Dann haben wir hier diesen Teppich hier. Und den haben wir ja vom Poco, glaube ich, geholt. Ich habe hier noch irgendwo ein Preisschild. Ich bin mir ziemlich sicher und ich liebe diesen Teppich. So sieht übrigens der Blick dahin aus. Ich meine, guckt euch das mal an. So, so schön. Und hier sind jetzt alle Bücher. Das hier ist eher so meine New Adult und Romanreihe. Hier oben habe ich einen kleinen Bilderrahmen. Ich denke, die Bilder lasse ich sogar so, ohne dass ich die Bilder meiner Familie da irgendwie reinpacke. Denn ich finde das Ganze hier ganz schön. Also dieses Muster, was da drin ist. Und übrigens, Leute, oh mein Gott, das hier sind meine absoluten Lieblinge. Deswegen sind sie ganz oben, sodass wenn ich hier arbeite und sitze, dass ich sofort da drauf gucken kann. Und selbst wenn ich auf dem Sofa hier sitze, habe ich ebenfalls einen Überblick auf diese Bücher hier von Jessica Winter. Ich habe mir jetzt einige Bücher geholt. Drei fehlen mir in der Reihe und ich glaube, sie veröffentlicht noch ein Buch, sodass dieses dann hier gestapelt wird. Das wird meine Jessica Winter Reihe hier vorne. Dann geht es weiter hier mit dem Tisch und dem Fenster, was sozusagen rausguckt. So sieht das Ganze aus. Dieser Tisch hier ist von Ikea. Den haben wir ja gebraucht gekauft, das hatte ich euch erzählt. Ich habe jetzt erstmal so einen Klappstuhl hier vorne stehen, denn ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt einen Stuhl hier hinstellen muss oder brauche. Denn ich glaube, ich lasse es komplett weg und wenn ich daran arbeiten möchte, kann ich dieses Sofa einfach etwas näher ranschieben. Und ich denke, mehr brauche ich eigentlich nicht. Ich werde trotzdem abwarten. Ich habe jetzt erstmal diesen Globus hier hingestellt. Hier ist eine kleine Öffnung für eine Tischlampe. Die habe ich allerdings noch nicht. Dann haben wir hier auf der Fensterbank. Die Fenster habe ich übrigens geputzt, deswegen kann man so schön zu den Nachbarn reingucken. Hier habe ich die Pflanzen hingestellt von Action. Dieser Tisch hat übrigens hier und da so ein paar Macken. Ihr seht das. Es ist allerdings nicht ganz so schlimm. Wir kleben hier später irgendwann eine Folie drauf und dann sieht man das nicht. Hier sind diese klaren Ablagekörbe. Hier haben wir zwei Schubfächer. Ich habe übrigens keine Einlagen mehr hier für die Schubladen bei Action gefunden. Denn ich bin extra dorthin gefahren und habe gehofft, dass ich vielleicht was finde. Ich habe jetzt erstmal so das Nötigste hier reingelegt. Ich werde definitiv andere Organizer hierfür brauchen. Die werde ich mir hoffentlich noch vor dem Ferienende holen können, sodass es wirklich hier abgeschlossen ist. Hier liegt noch so ein bisschen was lose rum. Natürlich habe ich auch Taschentücher. Ich heule nämlich ganz oft beim Lesen. Und in dieser Schublade hier haben wir so ein paar Bücher. Hier sind meine Terminkalender, meine To-Do-Listen, wie gesagt, mein Planer. Und hier ist mein Buch, wo ich die ganzen Buchideen reinschreibe. Da ist dann immer so die grobe Fassung von der Story, an der ich gerade arbeite. Hier ist ein erwachsenes Ausmalbuch. Ich kann euch den Titel nicht zeigen, denn der ist nicht wirklich für Kinder gedacht. Hier geht meine Sammlung an Büchern weiter. Übrigens möchte ich so ein paar Dekoartikel hier immer so zwischenstellen. Nicht wirklich sowas hier, sondern eher etwas, was mit Lesen zu tun hat. Ich habe aber momentan gar keinen Platz gehabt, weil ich halt meine Bücher nicht richtig verteilen konnte. Es sind nämlich einfach zu viele für zwei Regale gewesen. Deswegen kam jetzt, wie gesagt, das andere Regal mit dazu. Und so sieht das hier aus. Das hier ist eher so Jugendbücher und Fantasy und ein paar Mangas. Und auch ein kleiner Spiegel. Dann geht man hier einmal so rum. Und hier hinter haben wir zwei Koffer. Und mein Brett für... Und mein irgendwas Brett für die Küche. Die Koffer werden wir dann mit nach Ägypten nehmen. Und hier ist das kleine Sofa.
Das haben wir neu gekauft und zwar von IKEA. Und ich finde, das passt hier wirklich optimal rein. Ich hatte ja von Anfang an nicht sehr viel Platz. Ihr seht ja auch hier, wenn ich hier vorne stehe, ihr seht's, mehr passt hier sozusagen nicht rein. Seht ihr das? Ja, deswegen denke ich, ist hier auch kein Stuhl notwendig. Dieses Sofa sieht so aus. Hier oben drüber ist ein kleines Fenster, was halt immer ganz klasse ist, wenn wir lüften wollen. Dann können wir auch dieses Fenster hier aufmachen. Und es lüftet bis nach unten durch. Übrigens haben wir hier immer noch keine Lampe, wie ihr sehen könnt. Und wenn man dann sozusagen hier weitergeht, dann schaut man in das Chaos. Ihr seht es hier. Es ist etwas, was ich definitiv in Angriff nehmen werde, aber nicht in diesem Video. Denn das ist nichts, was sozusagen kurz vor der Schule erledigt werden muss. Die Schalter hier vorne haben wir auch noch nicht die Fassung drauf gemacht. Und auf dieser Seite, dieser Wand, soll eine, ich denke mal, eine Korkwand hinkommen statt einer Pinnwand. So dass ich dann an meinen Geschichten hier weiterschreiben kann. Ihr wisst ja, ich schreibe auch ganz gerne. Und dann habe ich einfach gern was Visuelles, damit ich mir die Charaktere sozusagen besser vor Augen führen kann. Und ja, so sieht das Ganze hier aus. Richtig, richtig schick. Und ich freue mich, dass das endlich erledigt ist. Und hier können dann auch die Kinder natürlich lesen. Aber dann müssen sie sich die Bücher von unten erstmal hochholen. So ihr Lieben, es ist geschafft. Ihr habt gesehen, was wir alles geschafft haben, bevor die Schule losgeht. Ich habe die ganzen Sachen für Max bestellt. Ich habe euch einen richtig schicken neuen Rucksack gezeigt von GMT Bags. Vergesst nicht, dass ihr mit meinem Code einen 10% Rabatt bekommt. Schaut also gerne auf der Seite vorbei. Ich verlinke euch alles in der Infobox. Ansonsten seht ihr dieses Zimmer hier oben auf dem Dachboden, mit dem wir uns ja ebenfalls beschäftigt haben, wohl in einiger Zeit wieder. Denn hier soll das vorübergehende Studio für das Podcast werden. Ich bin gespannt, wie ich das hier hinkriegen werde, aber ich bin guter Hoffnung. Wir schaffen das schon irgendwie. Ich verabschiede mich ganz, ganz glücklich und zufrieden und einfach mit so einem richtig Wohlfühlgefühl. Ich denke, jede Leseratte von euch wird das kennen. Es ist einfach klasse, die ganzen Bücher hier beisammen zu haben und einfach zu wissen, man hat einen Rückzugsort, der einfach für einen selbst ist. Und das ist übrigens auch wichtig, wenn die Kinder wieder zur Schule gehen, dass man ein ganz kleines Plätzchen für sich hat. Bei mir ist dieses Plätzchen Gott sei Dank etwas größer. Bei euch wird es vielleicht irgendein Teil im Schlafzimmer sein, wo ihr sagt, das möchte ich für mich oben ändern. Vielleicht wollt ihr eine Kommode auf eurer Bettseite umgestalten oder mit Sachen befüllen, die für euch wichtig sind. Sei es nun der Terminkalender, den man vielleicht nochmal vorstellt, zu Bett gehen angucken kann oder irgendwelche To-Do-Listen, die man immer wieder aktualisieren kann, denn wir kennen das ja wahrscheinlich alle. Abends kommen dann einem ganz, ganz viele Gedanken in den Kopf und es hilft wirklich ungemein, dieses ganze Zeug aus dem Kopf rauszuholen und aufs Papier zu bringen. Und dann kann man auch viel, viel besser schlafen. Ich danke euch ganz, ganz doll, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr habt bis zu diesem Schluss hier durchgehalten und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder, falls ihr Lust habt. Bis dann!